Die niederländische Königin Maxima strahlte in Wien in einem eleganten weißen Kleid. König Willem Alexander und Königin Maxima sind vom 27. bis zum 29. Juli zu Besuch in Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmiedauer empfingen das Paar in der Wiener Hofburg. Zunächst zeigte sich Königin Maxima in einem roten Kleid mit Umhang und einem farblich passenden Hut. Bei dem Staatsbankett am Abend auf Schloss Belvedere sah sie in der bodenlangen One-Shoulder-Robe aus wie eine griechische Göttin. Das Kleid stammt von Designerin Stella McCartney und kam bereits 2019 bei einem Gala-Dinner in Amsterdam zum Einsatz. Dazu trug sie eine antike Perlentiara, edle Perlenohrringe und ihre Devon de Corsage-Brosche, die ebenfalls aus Diamanten und Perlen besteht. Das Paar besuchte die Shoah-Namensmauer und trug sich im Anschluss in das Goldene Buch der Stadt ein. Außerdem steht noch ein Besuch in der Community-Cooking-Küche sowie die Besichtigung des Sonnenwendviertels und der Nationalbibliothek an. Anschließend wird das Paar dann weiter nach Graz reisen.